und herzlich willkommen zu Tag 61 bis 70 der 90 Tage Spagat Challenge. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir legen direkt los mit unserem Dehnprogramm. Komm dazu nach unten. Beuge ein Bein und strecke das andere Bein. Halte dich gern wo fest, wenn es dir leichter fällt, das Gleichgewicht zu halten. Ziehe jetzt die Zehenspitzen vorne zu dir ran und bring deinen Oberkörper leicht nach unten. Wenn es dir möglich ist, setze deine Hände auf den Boden auf. Wichtig ist, dass dein Rücken gerade bleibt. Ansonsten bleibe einfach etwas weiter oben und halte dort. Atme gleichmäßig ein und aus. Verlagere jetzt dein Gewicht nach vorne, beug das vordere Bein und strecke das hintere Bein. Komm in den Ausfallschritt und halte auch hier. Wechsel noch einmal zurück in die Übung Nummer 1. Strecke das vordere Bein. Die Zehenspitzen ziehen wieder zu dir ran. Entscheide selbst, auf welcher Höhe sich dein Oberkörper befindet. Versuche deinen Rücken gerade zu lassen. Jetzt im Wechsel dein Gewicht nach hinten und nach vorne. Zurück und wieder vor. Arbeite in deinem Tempo, halte immer kurz und geh dann wieder in die andere Position. Der Rücken bleibt gerade. Strecke und beuge im Wechsel deine Beine. Vier noch. Drei. Zwei. Ein letzter. Halt vorne im Ausfallschritt. Und versuche dich jetzt langsam mit deinem hinteren Bein nach hinten und dem vorderen Bein nach vorne zu tasten. Rutsche leicht tief. Du musst noch gar nicht im Spagat sitzen, aber von der Tendenz her setz dich so tief, wie es dir möglich ist. Wenn du dich noch nicht bereit dazu fühlst, dann bleibe weiterhin in dieser Kombination und dehne dich noch für ein paar Sekunden. Ansonsten halte kurz deine Höhe des Spagats. Schließe dann wieder und wechsle die Seite. Strecke dein anderes Bein nach vorne aus. Das andere Bein ist angewinkelt. Die Zehen ziehen wieder zu dir ran. Wir machen einmal die andere Seite. Komm mit deinem Oberkörper wieder leicht nach vorne. So weit, wie es dir möglich ist, deinen Rücken gerade zu halten. Verlagere dann wieder deinen Schwerpunkt. Komm in den Ausfallschritt. Das Knie ist wie bei der Ferse. Komm an
ein zweites Mal nach hinten. Strecke dein vorderes Bein, beuge das hintere Bein. Vier noch. Drei. Zwei. Eins. Komm noch einmal in die Position Nummer zwei. Halte hier. Noch vier. Drei, zwei, eins und komm jetzt wieder in einen dynamischen Wechsel zwischen Übung 1 und 2. Arbeite wieder in deinem Tempo und deiner Geschwindigkeit. Halte immer kurz in der einen Position, bevor du sie wieder wechselst. Achte darauf, dass dein Rücken gerade bleibt. Beug und streck im Wechsel deine Beine. Vier noch. Drei. Zwei. Und ein letzter. Halte dann wieder vorne im Ausfallschritt. Wenn du dich auch auf dieser Seite noch nicht bereit fühlst, langsam in den Spagat zu rutschen, dann bleib in der dynamischen Bewegung. Ansonsten taste dich wieder langsam nach unten. Halte auf der Position, die für dich passt. Und wenn du kannst, setze dich schon ab. Sei nicht enttäuscht, wenn du noch nicht in Spagat sitzt. Es liegen noch viele Tage vor dir. Halte kurz. Und löse die Dehnung dann auf. Setz dich bequem auf die Matte und lockere gerne kurz deine Beine aus. Das ist das Dehnprogramm für die nächsten 10 Tage. Mach es, zieh es durch, denn dieses Dehnprogramm ist wirklich sehr effektiv, um letztendlich in den Spagat zu kommen.